Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich war shoppen und zwar bei Asam Beauty. Und wenn du Bock drauf hast, meinen Haul zu sehen und auch was in meiner Wundertüte drin ist, die eigentlich vor Wochen hier angekommen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich wollte gerade sagen, genieß die Zeit, genau, denn vor der Tüte ist nach der Tüte. Das ist eigentlich immer so die Zeit, um Tüten zu kaufen. Das ist eine merkwürdige Formulierung. Ja, auf jeden Fall gab es mal wieder eine Asam Wundertüte bzw. Asam Beauty Wundertüte zu kaufen. Die kostet immer 34,99 oder so oder je nachdem. Manchmal hast du ja auch diese, wo nur dekorative Kosmetik drin ist, dann ist die, glaube ich, ein bisschen teurer. Ja, und ich habe zugeschlagen. Du hast zuallererst einen formschönen Jutebeutel, den ich immer 1A verwenden kann für meine Hauspost hier. Ne? Das 1A ist super. Achso, die Sachen, die es übrigens gibt noch im Sortiment, die habe ich dir in der Infobox verlinkt, also von den Haul-Sachen. Wenn du bestellen willst, nimm gerne den Link aus der Infobox, denn das sind Affiliate-Links, das heißt, ich verdiene eine kleine Provision dran und verwende auf jeden Fall den Code von Maxim. Ich weiß gar nicht, 15% oder 10% Rabatt hat der ja immer irgendwie, ne? Weil der ja da so ein Ambassador ist. Genau, so, wir schauen jetzt hier einfach mal zuallererst in die Wundertüte rein, denn so ein bisschen Überraschung am Anfang ist auch ganz cool. Zuallererst habe ich hier ein Riesen-Oschi. Ahuhu Argan Conditioner. Ich mag gerne die Argan-Reihe von Ahuhu. Muss aber sagen, dass ich so einen 500ml Bottich echt hardcore finde. Ne? Also bis ich den leer habe, das dauert. Das dauert wirklich. Und ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Deswegen ist es etwas schwierig und ich weiß noch nicht, ob ich den behalte. Obwohl ich die Ahuhu Haarprodukte wirklich gut finde. Dann habe ich hier eine Handcreme drin von Flora Mare. Du hast in den Wundertüten meistens Produkte drin, die es nicht mehr im Sortiment gibt, also die quasi ausgelistet wurden. Ne? Deswegen wird es auch schwer sein für mich, da irgendwie zu gucken, dass ich euch Preise einblende. Das ist die Bali Edition mit Coco and White Flower, White Ocean, 100ml. Ja, ne? Das ist schon mal eine schöne Größe von der Handcreme. Ist derbe, aber passt natürlich auch Winter, da ist uns ja immer ein bisschen kalt. Ne? Ein Shampoo von Ahuhu Shine Hyaluron habe ich auch noch mit dabei. 200ml natürlicher Glanz und intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Hibiskus. Das ist natürlich ein Shampoo, was volle Elle in mein Beuteschema passt. Ne? Denn meine Haare sind wirklich, genauso wie meine Haut auch, furztrocken. Und das kann ich einfach gut gebrauchen. Sehr haarlastig bei mir. Dann habe ich hier auch noch ein Magic Finish drin. Make-up, Vitamin E für ein ebenmäßiges Hautbild. Passt sich vielen Hauthöhen an und so weiter und so fort. Habe ich letztens mit euch herausgefunden, dass ich das Magic Finish offensichtlich mag. Und da kommen wir auch gleich sowieso hier nochmal zu. Ja, das ist hier einfach ein Pöttchen drin. Das dürfte auch die normale, die normale Optik sein. Finde ich krass, ne? Dass die hier einfach eine Full-Size von einem Magic Finish reinpacken. Ich frage mich, warum? Weil das ist ja eigentlich ein Renner-Artikel bei denen. Kriegen die ein neues Verpackungsdesign oder so? Hätte ich jetzt eigentlich vermutet, weil sonst packen die hier doch kein Magic Finish rein. Ja, krass, das müsste ich aber schon da haben. Satin Blush, das ist dieses hier. Peachy Rose. Und hier kann es tatsächlich sein, dass die auch irgendwie das Produkt aus dem Sortiment nehmen oder die Farbe rausnehmen oder so. Ja, das habe ich schon, ne? Krass. Einfach mal hier auch dekorative Kosmetik reingepackt. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Okay. Und das sind jetzt schon 5 Produkte. Und hier habe ich jetzt noch eine Maske. 2 Masken habe ich hier noch drin. Und natürlich der formschöne Jutebeutel. Nicht zu vergessen. Einmal habe ich hier die Detox-Maske mit grünem Tee. Porenverfeinernde Tonerde-Maske. Das kann ich mir auch gut für mich vorstellen. Weil, hier sind eigentlich Inhaltsstoffe drin, die ich auch verwenden darf in der Stillzeit. Deswegen läuft das. Ne? Also wenn ich dann so unreine Haut habe, kriege ich aktuell tatsächlich hier so, ne, kriege ich Unreinheiten. Voll blöd. Und dann habe ich hier noch die Vino Rose hautglättende Gesichtsmaske mit hochkonzentriertem Vitamin E drin. Das sind beides 2 Anwendungen jeweils. Ne? Ja, auch total cool. Ja, und im Asam, die haben echt schöne Masken. Und das wäre jetzt so meine Wundertüte. Ja, es ist schon eine gute Sache. Also ich persönlich finde es cool, dass wir hier sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege mit drin haben. Ahuhu und Flora Mare halt vor allem, ne? Und halt die
Magic Finish Geschichten. Also ich fand die Wundertüte gut, muss ich sagen. Ja, jetzt kommen wir zu meinem Haul. Da habe ich mir vor allem neue Produkte gekauft, weil Maxim in seinem Video gesagt hat, dass die neue Produkte haben. Und da muss ich natürlich erstmal stöbern gehen. Ne? Da habe ich als erstes einen Blush mir geholt, den Mousse Blush. 12 ml in der Farbe Coral Festival. So schaut die Verpackung aus. Ich fand das ganz interessant, ne, dass die das jetzt halt auch anbieten, dass du so ein Creme-Produkt hast. Und da ist ja das Tüpchen. Wow. Wie viel haben wir denn hier überhaupt drin? Was steht denn hier drauf? 12 ml habe ich eben vorgelesen. Hätte ich mir selber zuhören können, ne? Ja, also ist zurzeit Trend, dass man halt diese Creme-Produkte hat. Und deswegen ist natürlich auch im Asam mit dabei. Ah, hier steht die Farbbezeichnung. Okay, weil dann kann ich die Umverpackung wegtun. Ich finde es immer so, braucht kein Mensch, ne? Dann, ich liebe die Lippenstifte von M. Asam. Haben die hier zwei, die mich interessiert haben. Brilliant Shine Lipstick in der Farbe Fine Lily. Also eine Lilie. Huch, habe ich hier mit am Start. Ja, die sehen halt so aus, wie die halt so aussehen. Hä? Okay. Das sieht sehr hell aus. Habe ich mir den wirklich ausgesucht? Okay, krass. Ja, scheinbar habe ich mir den ausgesucht. Habe ich schon gesagt, ne? Ich wollte einen Full Face am Asam schminken. Der sieht irgendwie nicht neu aus, Leute, ne? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Werde ich vorher, bevor ich den verwende, desinfizieren. Ich habe hier einiges da. Das ist auch gut so. Okay, dann habe ich mir geholt Champagne Shimmer. Den hier. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich so an den Farben gefressen hatte, muss ich gestehen. Egal. Ja, oder die waren so reduziert. Oh ja, der ist schön. Der ist richtig schön. Der hat nämlich auch wirklich Schimmer mit dabei, ne? Oh, das sieht hübsch aus. Das mag ich gerne leiden. Das ist hübsch. Ja, dann habe ich mir ein Parfum mitbestellt und zwar Glamorous Moments Eau de Parfum. Das ist dieses hier. Ja, das wollte ich einfach mal düfteln, ne? Wie das so riecht. Weil die M. Asam-Geschichten sind immer, mag ich gerne leiden, tatsächlich. Die haben schöne Düfte. Manche sind ein bisschen altbacken, aber meistens sind die gut. Ein elegantes und zugleich glamouröses Eau de Parfum voller Magie. Zart umhüllt der wahrhaft verführerische Duft aus arabischem Jasmin, saftiger Pflaume und sinnlicher Vanille die Haut. Charmant und kraftvoll verzaubert der orientalisch angehauchte Duft betörender Rose die Sinne. Ein Hauch sanftcremiger Süße umspielt kokett die Sinne. Verlockende, warme Noten von Moschus und Sandelholz runden diese raffinierte und unwiderstehliche Duftkreation ab. Ich glaube, das hier hatte ich so gedacht, so als... Also ich meine von den Duftbeschreibungen her, ne? Als Dupe zu Parfum de Mali Delina oder so. Ich weiß es gar nicht. Der Flakon sieht auf jeden Fall echt hübsch aus. Ciao. Ne? Das ist echt extravagant. Da riechen wir mal. Ich habe so Bock drauf. Das hört sich so gut an, finde ich. Oh, Vanille, Jasmin. Nee, das riecht nicht nach Parfum de Mali Delina. Das riecht nach diesem, ich glaube, eher so Hypnotic Poison oder sowas. Ja, da sehe ich das eher. Aber es riecht voll gut. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich mag das. Oh. Oh. Jetzt im ersten Schwung riecht das meistens etwas alkoholischer. Da muss das immer so ein bisschen atmen. Ah, ich mag das gerne. Okay, dann habe ich mir ein Set bestellt. Magic Care. Das ist irgendwie neu, ne? Dass du quasi dieses Pflege- und dekorative Kosmetik in einem irgendwie hast bei M. Asam. Try Me Super Glow Cleansing Balm. Genau, den Cleansing Balm wollte ich ausprobieren. Das Perfect Eye Serum, Overnight Treatment und die Glow Up Cream. Das sind diese Sachen hier drin. 6, glaube ich. Ja. Und ihr fragt mich ja auch immer wieder, ob ich dann auch mal andere Abschminkbalsame ausprobieren kann. Ja, kann ich ja mal machen. Also andere außer mein Liebling von Yipoda, The Calm Balm. Und hier habe ich dann halt einen Abschminkbalm, der neu ist, von M. Asam. Riecht soweit nach nichts. Der wird ausprobiert. Und ich finde es ganz praktisch, dass die hier halt diese kleinen Set-Geschichten auch angeboten haben, ne? Dass man da halt auch ein bisschen sparen kann und nicht direkt so einen riesen Oschi kauft. Ja,
eine Glow-Up-Creme ist halt eine Glow-Up-Cream, habe ich gedacht, vielleicht auch so als Primer, aber dafür hätte ich ja noch super viele andere Sachen. Dann das Overnight Treatment, das ist ein Nachtserum, das kann ich nicht verwenden mit AHA und BHA. Ja, ist halt aktuell nicht drin. Und halt ein Perfect Eye Serum, ein Augenserum, würde ich jetzt unter einer Augencreme verwenden. Ich kann mir das hier ja hinstellen, das muss ich ja eh noch auseinanderfriemeln. Und die Umverpackung auch schon mal weg. So, dann gab es noch ein Set, wo du den Perfectin Instant Optimizer zusammen mit der Superlift Neck Cream, also Hals- und Dekolleté-Creme, drin hattest. Die Hals- und Dekolleté-Creme nehme ich jetzt direkt mal mit runter. Ne? Die kann ich dann auch unten direkt nach dem Duschen immer verwenden. Dein Gesicht ist ab einem gewissen Alter halt wirklich so bis hier unten auch zu sehen. Das sagt die liebe Amelie with Love immer und da hat sie vollkommen recht. Und da haben wir hier so ein Tiegelchen und der war halt, wie gesagt, in diesem Set mit drin enthalten. Ja, mein Kartonhaufen ist gerade umgefallen. Habe ich wieder hingestellt. Dann habe ich hier von der Magic Care Reihe den Perfectin Instant Optimizer. Ich meine, dass dabei stand, dass du quasi das auch wie so eine Art durchsichtiges Make-up verwenden kannst. So was Ähnliches war ja auch im Adventskalender mit drin. Die wollte ich mal gegeneinander antreten lassen, einfach um zu gucken, hat das überhaupt einen Unterschied? Also sehr crazy, muss ich sagen. Ganz viel Du bist schön steht hier drauf, das ist nett. Und ja, genau, ist so ein Tiegelchen, ne? Zum Ausprobieren. Dann habe ich hier noch einen neuen Concealer entdeckt. Die haben schon wieder, die stellen halt auch ziemlich viel in ihrem Sortiment immer recht schnell um, muss ich sagen. Ne? Was ja auch sinnvoll ist, wenn irgendwas vielleicht nicht gut ankommt oder so, dass man das austauscht. Aber ich fand den Concealer eigentlich gut, den die im Sortiment hatten. Die haben jetzt aber den ich vorher hatte, diesen flüssigen rausgeschmissen und jetzt neue mit reingenommen. Die findet man jetzt hier auch auf der YouTube-Werbung recht häufig. Naja, habe ich mir jetzt bestellt in der Farbe Ivory Perfect Blend Concealer. Das ist dieser hier. Und das ist halt eigentlich so eine Art Back to the Roots Stift-Ding. Ich weiß noch nicht, wie ich den finde. Muss ich ehrlich zugeben. Und so sieht er jedenfalls aus. Also ich bin ja eher ein Fan wirklich von Liquid Concealern und das ist halt einfach ein Stift. Ne? Das sieht aus wie so ein Abdeckstift, den wir halt von damals noch kennen. Ja gut, er ist da. Das ist jetzt die hellste Farbe. Farbauswahl auch eher mau unterwegs gewesen. Ja, müssen wir mal schauen. Dann habe ich hier noch das Glow Serum in der Farbe Rose Glow. Gucke ich mal, hier war ich mir nicht sicher. Es ist jetzt, also ich denke, das wird eher wie so ein Highlighter auch sein. Also ich habe ja ein Liquid Blush und das hier dann nochmal als Liquid Highlighter. Ja, wir sind halt wirklich richtig krass unterwegs. Aber ich meine, das ist auch so ähnlich im Adventskalender. Genau, aber in einer anderen Farbe war es drin. Und Rose Glow oder Rose Gold. Rose Glow? Was? Jetzt Rose Glow, steht das hier auch richtig drauf. Nicht, dass, ja, hier steht es auch mit drauf. Genau, dass ich dann auch entsprechend dieses Produkt da mal anwenden kann. Da sind 15 ml drin, das ist ja echt sehr, sehr viel Produkt, ne? Finde ich auch ganz gut. Und das letzte, was ich dann mir bestellt habe, ist die Watermelon Glow Mask. 30 ml Pöttchenmasken, Leute. Finde ich großartig, neue Leuchtkraft für die Haut mit Wassermelonenextrakt. Liebe ich. Und unserer magischen Glow-Formel. Die Gesichtsmaske mit leuchtend roter Glitzer-Gel-Textur belebt die Sinne mit ihrem fruchtig-frischen Wassermelonenduft und sorgt für ein außergewöhnliches Pflegeerlebnis auf der Haut. Anwendung ein- bis zweimal pro Woche auf das Gesicht auftragen und nach ca. 15 Minuten die Reste sanft mit einem feuchten Tuch abnehmen. Ja, das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen eine ganz gute Geschichte, wenn ich das jetzt während des Zähneputzens morgens verwende. Ne? Auch hier wieder so ein Tiegel. Das ist echt neu gestaltet, ne? Und da, ja, ist noch zugeklebt. 30 ml ist auch nicht so super viel Produkt, ne? Naja, aber gut, das wird dann auch demnächst mal in meine Maskenroutine mit reinkommen. Und das hier war jetzt so mein Haul. Es ist jetzt so ein One-Brand-Haul mal wieder gewesen, ne? Ab und an mache ich das. Also manchmal mache ich halt so total gemischt und zusammengeproppt. Und manchmal mache ich, dass ich auch mal sage, komm, mache ich halt mal einfach mal eine kleine, entspannte Geschichte. Mögt ihr nämlich zwischendrin auch mal ganz gerne, habt ihr mir ja geschrieben. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr diese Magic Finish-Reihe generell schon mal ausprobiert habt oder ob ihr auch schon von dieser Magic Care-Reihe gehört habt, ob ihr irgendwelche Produkte schon ausprobiert habt und ob ihr vielleicht was empfehlen könnt oder so. Und ja, demnächst werde ich mal ein Fullface damit schminken und euch dann ein bisschen die Produkte in Anwendung zeigen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen.
sehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!